Sorry, kurzer Mitbewohner-Zwischenfall. Was die einen auch immer von einem wollen. Na gut, weiter geht's. So, das ist dein. Komm, ah gut. Geschafft und jetzt komme ich von der anderen Seite runter. Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Ja, gehen wir mal zum Krieger über. Da habe ich doch ne... Da habe ich das Klimpern gehört. Ich wollte da drauf, aber nein, sonst sind hier nur jede Menge Stacheln. Neue Gegner. Und es sind Fledermäuse. Yay. Aus der Luft gefetzt mit unglaublicher Geschwindigkeit. Komm. Ja, muss ich doch zu ihm wechseln. Ich weiß nicht, was das macht, aber ich hole es auf jeden Fall da runter und... Ist da was drunter? Teilweise so grün aus, aber nicht grün leuchtend. Nein, sah nur so aus. Gut. Dann wechseln wir wieder zu ihm. Eine Planke. So. Eine Planke. So. Jetzt ist das echt nützlich. Eine Planke. So. Au, 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 au. Ich habe die Stacheln da oben gar nicht gesehen. Und mehr Steine. Das habe ich diesmal sogar gesehen, dass das da gleich kommt. Ah, da oben ist eine Menge Zeugs, das ich eigentlich holen will. Bleibt nur die Frage, wie. Ja, ich glaube, in diesem Fall komme ich nicht unbedingt zurück. So. Was mache ich denn dagegen? Erstmal... Nein. Bleib hier. Darauf kommt hier ein ganz großes Teil. Da auch noch mal sowas. Und das reicht sogar schon. Enchanted Energy Crystal. Das hört sich was für ihn an. Increased effect of each collected energy vial by 5%. Ja, ist bei ihm an der besten Stelle. Immerhin hat er auch am meisten damit zu tun. Also mit... Ah. Zaubern. Ist auch ein Magier, der soll zaubern. Gut. Hier ein Checkpoint. So, oder? Ah, dazu nutzen sie Fackeln. Moment, die können nicht mal atmen. Wie können sie Feuer spucken? Mörserpfeile. Gut, nach oben. Ja, gut, der ist nicht allzu schwer zu bekommen. Ja doch. Danke. An diesen Doppelsprung muss ich mich noch so ein bisschen gewöhnen. Vor allem, weil man ihn so schnell machen kann und er nicht so viel bringt normalerweise. Aber er kann das kleine bisschen extra. Das hier unten sieht so aus, als... Ok.
könnte ich da durch, darum... Oh Gott. Na, ich steh grad drauf. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch da unten reinkommen. Sehr schön. Ja, da war ich mal ausnahmsweise richtig aufmerksam. Wenn ich das gesehen habe. Gut, was kommt als nächstes? So war es nicht geplant. So war es geplant. Nein! Das hat mich mal unterwegs runtergedrückt. Nehmen wir sie dafür. Da hoch. Wow, wow, wow. Okay, ach, da war gar nichts drauf. Ich dachte, da wäre auch noch was. Ich habe da irgendwas gerade nicht so ganz bedacht. Kann das sein? Komm, hoch da. Mist. Ich das Ganze trotzdem nochmal. Shit. Oh, bin dafür da drauf gelandet, aber trotzdem. Geschicklichkeits. Irgendwie sieht das aus dem Augenwinkel immer so aus, als wäre da was. So, und wieder hochziehen. Ganz vorsichtig mache. Ja, ganz vorsichtig funktioniert. Mit Gefühl. Gut, das hat auch geklappt. Und... Ich hab's kommen sehen. Ja, ciao. Sag kurz, ich krieg keine Erfahrung für dich. Mistkerl. Ich krieg auch keine Erfahrung für dich. Oh, Moment. Wie ich da einfach drauf gehe, obwohl ich genau gesehen habe, was passiert, wenn man da drauf stehen bleibt. So. Verschwindet. Sehen. Erstmal. Diese ganze Nerverei hier platt machen. Ach komm.
hast gewonnen. Ich komme zu dir. So, und wie komme ich dort jetzt hin ohne meine Pose? Sieht und da geht's vermutlich der Kapitelende. Dann kann ich dort nicht mal sie wiederbeleben. Ah, das musste jetzt echt nicht sein, oder? So, wo komme ich sie wieder? Und so verliere ich sie durchaus wieder. Gut. Und war's das? Das war's. Crypt of the Damned. Fear had found a comfortable place in our heroes' hearts. Deeply troubled, their minds began to fill with woe. The knight had not eaten in many hours, and the scent of meat had not made it any easier. The thief started to worry if she would ever be free again. And the wizard? Well, he was concerned that they would never find the other artifacts to break the trine's spell. Though truth be told, he didn't mind having some company that stuck with him for more than an hour. Nun gut, das war's mal wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut!